Servus und willkommen zu einer neuen Folge von C-Block in Factorio. Ich habe mal ein bisschen Material durchrennen lassen, damit wir jetzt mal auch hinkommen und Sachen bauen können. Weil wir möchten ja diesen Bereich hier umbauen. Ich habe mir momentan auch wieder drei Fabriken aufgestellt, damit das auch mal ein wenig verarbeitet wird. Sonst kriege ich das braune Zeug irgendwann gar nicht mehr weg. Da mal gleich wieder reinhauen, kann er die nächsten machen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich das alles brauchen kann. Aber ist gut. So, dann hauen wir jetzt mal das da hier rein und das da hauen wir hier rein. Und wir möchten, also ich habe jetzt ein bisschen Eisen durch, ich habe jetzt auch ein bisschen Kupfer durch. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal was machen und ich habe auch sehr viel Handcrafting machen lassen. Ich bin jetzt gerade beim Überlegen, wo ich jetzt anfange. Genau. Wir gehen jetzt erstmal in mein schönes Helmod Planer Tool rein. Habe mich da mal ein wenig auseinandergesetzt. Den kann ich jetzt als erstes mal ein wenig erklären. Was ich bis jetzt verstanden habe, wenn ihr noch weitere Infos habt, reinhauen in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Bringe ich auch weiter. So, und zwar, wir können jetzt dann hingehen und sagen, ich möchte eine neue Produktionslinie machen. Wir sagen jetzt zum Beispiel mal, ich möchte Platten herstellen. Habe ich zwar schon, aber machen wir jetzt trotzdem nochmal zusammen. Das heißt, ich weiß jetzt, dass das in der Metallurgie drin ist. Das heißt, ich habe hier meine Kupferplatten, also als erstes die Eisenplatten, die Kupferplatten, die Leadplatten und die Tinplatten. Das möchten wir alles haben und ich möchte von jedem 24 Stück. So, ich kann jetzt mir auch noch den Transportweg, glaube ich, mit anzeigen lassen. Ja, da kann man ja auch auswählen, dass man sagt, okay, 7,5 mal 1. Ups, da wollte ich gar nicht raus. So. Ah, choose a logistic item. Genau. Das kann man dann nämlich hier einstellen. 3,2. Braucht es, um diese 24 Stück zu transportieren. Und 0,1 braucht man an Rohren. So, okay. Das ist mal... Also, die habe ich noch nicht so ganz alle begriffen, aber... schon mal zum Teil. Also wir möchten am Schluss 24 Stück haben. Pro Sekunde. Also je schneller das es geht, umso mehr Strom braucht man. Und man darf nicht vergessen, eine Maschine arbeitet nicht im Sekundentakt. Also sage ich mir, mir reichen 5 Minuten. Mir reichen eigentlich sogar 10 Minuten. Sagen wir mal. Ich bin froh, wenn ich in 10 Minuten 24 Platten habe. Okay. Das war ein bisschen übertrieben. Jetzt haben wir 5. Wir machen 5. So. Das heißt, jetzt steht schon mal da. Also, okay, das Rezept. 12,4 Kilowatt braucht er jetzt nur noch. Ne? Schon mal hat man eine ganz andere Wattzahl. Es erzeugt 0,72 Pollution. Man braucht dafür die Casting Machine. Anzahl 0,1. Okay, man möchte die ganze Zeit umstellen. Effektivverteiler. Ah, okay, da kann man jetzt dann zum Beispiel einstellen. Welche Module, das man noch drin hat und welche Maschine. So, okay, dann hat man jetzt Zutaten. Ich sage jetzt, okay, für dich brauche ich jetzt das. Gehe jetzt hier drauf, sage ich brauche für dich das und gehe hier drauf und sage, du machst mir jetzt den da. Geh jetzt hier drauf und sag zu dir, du sollst mir das bitte crushen. Geh jetzt hier drauf und sag zu dir, das ist ja das, was wir vorher gemacht haben, wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt auf den Mineralsludge gehen. Und ihr seht, das ist jetzt diese Linie, das bis darunter. Dann kann ich jetzt noch sagen, bitte...
Nimm den Ore Crusher. Mal, ich hab den elektrischen. Ah, das andere ist richtig. So. Und jetzt zieht man um. Geh mal raus. Um. Ja, bin gerade beim Überlegen. Moment. Genau, wir machen das anders. Wir löschen das, das und das. Wieder raus. So, das heißt jetzt für die Eisenplatten brauche ich das da. Ich kann jetzt sogar zurückgehen und sagen, okay. Jetzt sagt er zu mir, ich brauche 1200 von den Mineralsludge. Ich brauche ein bisschen Kohle. Kann sogar das ändern. Oder auch nicht. Hab mal gedacht, ich könnte das auch ändern. Ne, er setzt mir das sofort unten dran. Ja. Ist ja egal, aber das ist ungefähr dasselbe. Pi mal Daumen. Wenn ich es jetzt da oben einstelle, nee, da macht er mir auch gleich das neue. Ist egal. Ist egal. Also 0,2 Kohle ungefähr. Dann brauchen wir 24 von den Crushed Stone, 12 Kupfererz, 12 Slacks und 24 Platten. Das bekommt man raus, wenn man nur das macht. So, wir wollten aber noch einen zweiten Weg hinzumachen. Ne, wir wollten ja auch noch die Kupferplatten machen. Ja, jetzt hätte ich dann schnell wieder durchklicken können. Klack, klack. Das diesmal so. Wieder hier. Und wieder aus dem Mineralsludge. So, dann wollen wir wieder 24 Stück machen. Genau, das zeige ich dann gleich mit dem Strom. Dann wieder hier bitte auf den Ore Crusher stellen. Und die 5 Minuten stimmen. So. Jetzt haben wir 2 drin. Wenn ich jetzt rausgehe, dann sagt er zu mir. Okay, du brauchst jetzt 2400 Sludge. Sag ich, okay. Dann fügen wir noch was hinzu. Und zwar, wir brauchen auch noch. Das mache ich jetzt gleich. Zuerst Elite. Das prügeln wir auch so durch. Weil das ist nämlich jetzt das, was wir als nächstes brauchen. Das bitte nicht. Ich brauche das. Das. Und dann auch hier Sludge. So. Dann wollen wir hier auch 24 Stück haben. So, jetzt sagt er zu mir, inputmäßig fehlt mir noch das da. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, dann brauche ich das auch noch und das produziere ich über den Electrolyzer. Mit Wasser oder mit Purified Water? Ich mache jetzt erstmal mit Wasser. Heißt, wir haben hier auch alles abgeschlossen. Und als letztes machen wir jetzt noch die Zündplatten. Selbe Weg. Und auch hier über Sludge. Haben jetzt auch alles drin. So, machen wir auch 24 Stück. Okay, hier brauche ich mehr Kohle. So, wir gehen jetzt wieder raus. Das heißt, wir brauchen jetzt 4800 Sludge. Wir brauchen 200 Wasser. Und wir brauchen jetzt 1,9 Kohle. Und 383 kW. Weil wir ja 5 Minuten gesagt haben. In 5 Minuten soll er das schaffen. Wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, okay, machen wir das in einer Minute, dann geht natürlich die Kilowattzahl nach oben. Dann brauchen wir schon ein halbes kW. Geschmatti. Ein halben Megawatt. 500 kW. So rum. Und
Die Gebäude können sich ändern. So, momentan sagt er, ich brauche 3. Wenn ich sage, machen wir das in 5 Minuten, sagt er, mir reicht eine. Das ist auch noch wichtig zu wissen. So, dann geht man jetzt hin und sagt, okay, wir möchten ja produzieren den Sludge. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sludge. Das ist hier. Das heißt, wir kriegen jetzt diese 4800 Sludge, wo wir hier drin haben, wo wir brauchen, raus. Das ist jetzt diese Linie. Dann sagt er jetzt aber, also das kriegen wir ja raus, und dann sagt er aber, was wir noch brauchen. Das heißt, wir brauchen noch einen Charcoal-Filter. Dann brauchen wir Slag Slurry. Da fragt er mich dann, aus welchem, in welchem Maß ich das machen will. Möchte ich das aus Slag machen oder möchte ich das aus Crushed Stone machen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, ein Slag ergibt 5 Crushed Stone. Wenn es nur 4 sind, ist es scheißegal. Weil sonst für Acid brauchen wir auf jeden Fall. Also ich nehme mal das, weil der soll es verarbeiten. Dann mach mal das da aus dem Slack. Dann sagt er, wir brauchen 960 Stück. Wenn ich jetzt zu dir sag, mach das mal bitte aus. Was ist das da? So herstellen. Genau. So, dann haben wir jetzt auch noch 28.800. Und jetzt bräuchten wir schon 13 Stück. So, und wenn ich jetzt sage, okay, mir reicht das in 10 Minuten, sagte ich, brauche 7. Für den Hinterkopf. So, dann sagt er mir, ich brauche auf jeden Fall von den Crushern, brauche ich 4. Jetzt brauche ich, weil der elektrische ist, nur noch 3. Auch hier eine elektrische Maschine. Haben wir alles soweit durch. Das heißt, wir haben jetzt das. Jetzt brauchen wir noch Purified Water. Und jetzt können wir uns halt überlegen, wo wir das herkriegen. Möchte es eigentlich Saline Water, Purified Water? Und was haben wir hier? Oxygen und Hydrogen. Machen wir gleich das. Weil das Produkt kriegen wir aus dem. Und jetzt ziehen wir das nach oben. Das heißt, jetzt erkennt er, ah, alles klar, das produziere ich schon. Hoffe ich zumindest. Genau, weil jetzt sagt der Output und vorher war es, glaube ich, ist egal. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall drin, weil er das ja hier produziert mit Wasser. So, das haben wir. Jetzt haben wir auch das. Das kommt hier. Das kommt von hier. Jetzt kommt noch das. Und das haben wir noch nicht. Und das musstest du mir hier machen. Dann gehen wir hier hin. Aus Lead wollen wir es nicht machen. Haben wir vielleicht als Beiprodukt. Das da haben wir auch. Das heißt Schwefel. Und Schwefel erzeugst du aus Hydrogen und Oxygengas im Chemical Plant. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hin und schieben das nach unten, weil das ist ja die Produktion, die wo als letztes oder als erstes drin steht. So. Genau, und jetzt brauchen wir noch das, weil er mir jetzt noch das Zeug herstellen muss. Und ich habe jetzt alles fertig. Das heißt, ich habe jetzt mein Rot drin, ich habe das drin, ich habe gleichzeitig Matt und Heavy Matt, brauchen wir sowieso auch noch. Wir haben jetzt das wird hier hergestellt, wie gesagt, das kommt von da. Den Schwefel haben wir jetzt hier, Purified Water und so weiter und so fort.
Wie gesagt, ich gehe jetzt noch mal auf 10 Minuten. Wie gesagt, wir brauchen 7. Wir haben, glaube ich, sogar schon mehr aufgestellt. Und das Wichtige ist jetzt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, er sagt mir jetzt, er braucht 19,2 Kohle und wir brauchen für die ganze Produktion 5 Megawatt. 5,1 sogar. Okay. Dann sage ich jetzt, alles klar. Wir brauchen noch was und zwar, wir brauchen diesmal Strom. Nein, ich möchte kein Produkt hinzufügen, sondern ich möchte Strom hinzufügen. Select Energy. Wir haben ja den Heizkessel bzw. die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine erzeugt 900 kW. So, dafür brauchen wir Dampf. Dampf erzeugt mein Heizkessel. Ja, und ich kann das zwar nicht ändern. So, und dann haben wir ja gesagt, wir brauchen... Nein, weg bitte. Wir brauchen insgesamt 5,1. So, dann gehen wir jetzt da oben hin und sagt 5, und zwar nicht Punkt. Wir sind hier Englisch. Da ist es Komma, ein Punkt. 5,1. Das heißt, jetzt brauchen wir 382,5 Kohle. Kann ich das eventuell hier ändern? Nein. Aber wie gesagt, ist ungefähr identisch. Charcoal zu Kohle. So, das heißt, wir brauchen 6 Dampfturbinen. Wie gesagt, bei 5 Minuten, wenn jetzt wieder auf 10 gehe. Ne, sagt das immer noch. Brauchen wir 6 Dampfmaschinen und 3 Heizkessel. Dass wir sozusagen diese Produktion aufbauen können. Und wenn ich jetzt dann hier drauf schaue, dann zeigt er mir an, was für Maschinen ich bauen muss. Ich brauche, wie viel Pollution das ich habe. Und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt dann hier auch nochmal drin. Ne? Ihr seht, alles müsste identisch sein. Ne, da brauche ich sogar 59 Maschinen mehr. Weil ich... Nee, warum auch immer, was ich jetzt da mehr brauche. Voll weniger. Faszinierend. Und dass das rot ist, weiß ich noch nicht. Weil leid, weil es ein Gas ist. Nee, aber da ist es ja grün. Wir werden es rauskriegen oder ihr schreibt es mal rein. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt alles aufgegliedert und wir wissen jetzt, welche Maschinenparks wir brauchen, um das alles herzustellen. Und das heißt jetzt für mich, wir brauchen jetzt, um die Sachen vernünftig herzustellen, einen Crystallizer habe ich. Einen Crusher ich nicht, muss ich noch bauen. Und das da haben wir schon alles. Also auf jeden Fall zweimal. Wir brauchen es nochmal zweimal. Das heißt, die muss auch Stahl wieder herstellen. Aber vor allem das Schlimme ist, wir brauchen erstmal richtig Strom. Wir brauchen richtige Mengen Strom. Das heißt, wir brauchen auch das hier. Und jetzt habe ich, glaube ich, habe ich das bei mir schon mit rein? Ich glaube, hier in der Kohle. Genau. Ich habe jetzt hier in der Kohle für mich gesagt, ich brauche jetzt alle 10 Minuten brauchte 1,4 Megawatt. Die muss man mit einrechnen. Und was man rauskriegt. Ich möchte rauskriegen... was? 2,6 Megawatt? Aber süß. Ach, genau. Genau. 2,6 Megawatt. 1,4, ich glaube, weil ich 5 Minuten gerechnet habe, ne? Genau. Also in 5 Minuten brauchen wir 51.000 Watt. Wir brauchen ca. 2,7. Das heißt, wir brauchen 200 Holz. Das heißt, wir brauchen davon 700 Stück.
Das habe ich noch. Habe ich das noch gar nicht mit drin? Ach doch, das ist da mit drin. Genau. Also in die 700 Stück, genau, darum stellen wir auch noch 672 von den Braunalgen her. Das heißt, wir brauchen 18 Algenfarmen. Mal Hausnummer. Aber die Pollution nehme ich weg. Die fressen schon mal 1,9 Megawatt alleine. Ja, und dann wisst ihr jetzt warum, dass ich gesagt habe, wir müssen bei den kleinen Sachen anfangen. Das heißt, mein Nadelöhr ist ja eigentlich der hier. Das heißt, ich kann jetzt erstmal das hier alles abreißen. Dann können wir das schon mal weglaufen lassen. Dann bauen wir das auch mal alles ab. Kommst du weg? Kommst du weg? Kommen jetzt die weg? So, und dann kommst du wieder rein. Dann kannst du schon mal aufrüsten. So, und dann kann ich das da auch schon mal abbauen. Das da oben kann ich nicht entleeren. Gott, das wird lustig. Das heißt, ich brauche irgendwann ein Stahllager. Aber ich kann mal schnell was machen. Dadurch, dass ich ja ein bisschen Eisen auf Lager, auf Haltung produziert habe. Komm mal her. Genau, 200 Stück. Ich weiß es nicht. Habe ich den Ofen aufgestellt? Ich glaube ja. Und ich weiß, glaube meist nichts wissen. Nein, ich habe ihn noch nicht aufgestellt. Er ist hier. Hervorragend, das heißt, der kriegt da keinen Saft. Na, ganz toll. Weil das Rohr auf der falschen Seite ist. Das ist der Nachteil, wenn man kompakt baut. Aber das müssen wir jetzt sowieso auch mit umstellen. Ist egal, dann machen wir den Stahl halt später. Weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt dann das ganze Zeug, was da rauskommt, brauchen wir ja auch noch. So, wie gesagt, mein größtes Problem ist jetzt das hier. Das heißt, ich gehe jetzt mal in mein... nein. Ich gehe mal hier rein in mein Buch. Rechtstaste Transport Pedals. Und zwar aus 1 macht 3. Von 1 to 3. Ach, das muss ich dann abspeichern. Und noch nie gearbeitet mit, wie gesagt. Alles Neuland hier. Ich bin da richtig jetzt beim Lernen, weil mich interessiert, ich will's können. Blaupause speichern. Kopie hiervon erstellen. So. Genau, und wir möchten jetzt dann sozusagen hier hingehen. Und da soll er jetzt dann daraus 3 Stück machen. Muss ich nur gucken. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück habe ich, die wo da reingehen. So. Ist der da.
Wo gehe ich mit dir hin? Bauen wir mal den hier ab. Und wir bauen dich hier rein. Ah, die Fließbänder sind im Weg. Gott, dann tun wir die mal weg. So, okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche 1, 2, 3 von den Verteilern. Und die werde ich natürlich noch in der Billigvariante machen. 1, 2, 3. Da bauen wir auch noch mal welche. So, da kommst du mal damit rein. So, das heißt jetzt, du kommst hierhin, hierhin und hierhin. Das kommt mal alles weg. So, und dann kommt jetzt das. Hierhin. Der stimmt. So, dann kommst du. Du kommst mal weg. Und da ist ja der. Dann kommst du jetzt dahin. Habe ich bestimmt. Genau, du. Ja, Mist. Mir hätten Zweier gereicht. Aber mehr kriege ich nicht rein. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder ins blaue Buch. Gehen dahin und sagen, kann man dich auswählen? Ach, mit der es war mehr. Ja, ich bin ein Depp. Das macht mir ja mit dem Mausrad. Genau, ich möchte dich aus. Ja, okay, dann habe ich das eigentlich fast richtig. Ich klicke gerade immer die falsche Taste, weil ich es kann. Oder auch nicht. So, das heißt, ich kann jetzt dann da wieder den aufstellen und den aufstellen. Und den machen wir dahin. Ja, und dann heißt es jetzt, du befüllst von. Und du befüllst von unten. Gut, das kriegen wir auf jeden Fall schon mal. Die, da ist doppelte Zeug weg. Das heißt, dieser da muss weg, weil was man natürlich oben machen, muss unten auch passieren. Muss ich nur genau gucken, wo ich es mache und wie ich es mache. Das heißt, du nimmst raus, du gehst raus, du gehst raus. Eins, zwei, was? Okay, dann gehst du raus und du gehst raus. Selbe auch wieder. Alles bitte schön von unten. Genau. So. Und da müssen wir jetzt das dann natürlich dann wieder umdrehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall. Nein.
Das war wieder falsch, Track. Du musst jetzt wieder ins Buch. Nein, das kannst du schon mal löschen. Danke. Ich muss ins... Habe ich das falsch? Ne, ich habe nicht das falsche gelöscht. Transportbild. Und zwar jetzt brauche ich von 2 zu 1. Das heißt Shift. So, und dann gehst du, kommst von da. Schauen wir mal, ob das so passt. Und du machst dann diesen da. Der würde mir halt immer übrig bleiben, aber das ist ja kein Problem. So, dann machen wir jetzt mal ganz in die Strommasten hier alle weg. Perfekt. Dann mache ich dich dahin, dann befüllst du die schon mal. Auch super, das Hammer. So, dann heißt es jetzt für mich... Ich brauche hier jetzt eine Factory. Das heißt, ich mache den jetzt mal so sauber. Dann kommt jetzt dann hier die Factory hin. Das heißt, von oben rein, unten raus. Jetzt muss ich noch mal bei mir nachgucken, und zwar halt nein, nicht da, sondern da. Nein, auch nicht da. Er sagt mir 5. Wir haben 5. So. Dann gehst jetzt du hin und machst den da, und dann heißt copy and paste und gib ihm. Das heißt, du gibst jetzt ab. Du gibst ab. Mit dir habe ich ein Problem. Da kann ich nichts abgeben. Das heißt, wir bauen dich einen weiter. So und so. Danke. Dann gibst du den ab und du den ab. Ja, okay, mein Problem wird jetzt sein, dass wenn ich das so natürlich aufbaue, alles, nein, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich da wirklich jetzt mit den Greifarmen arbeiten, dann muss ich die halt verschnellern, weil du, das heißt jetzt du und du gehen dahin. So, und du magst unten, du magst oben, unten, oben. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, dann kommt das dann hier das Bändchen an. Muss das nochmal weg. Kann jetzt sein, dass ich das jetzt komplett anders basteln muss. Weil der muss ja das auch machen. Und zwar nee, das passt schon so. Das ist jetzt sogar besser geworden. So, jetzt ist nur mein Problem, dass das irgendwann im Weg steht. Ich muss dann die Stromversorgung auch viel weiter nach oben schieben. So, kopierst. So, du füllst dann einfach nur noch ein.
Nein, und ich muss die, die da muss ich um eins versetzen nach unten. Die dürfen sich überlappen. Die müssen sich sogar überlappen, weil ich muss ja mit meinem Band hier entlang. Dann kommt jetzt dann noch mal ein bisschen das dazu. Müsste ich Forschung eigentlich auch mal weitermachen. So, dann kommt jetzt du da rein. Und jetzt nimmst du als erstes. Und wir machen dann hier erstmal ein Provisorium wieder hin. Dass wir das da schon mal sauber wegkriegen. So, und dann heißt es jetzt, du machst es da. Du auch. Du machst es das Ganze von unten. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Pufferkisten, die uns das Zeug erstmal wegräumen. Dann kann das schon mal laufen. Wir haben schon mal eine Produktion. So, ich bräuchte jetzt eigentlich ein weiteres Warehouse, um das Warehouse zu entleeren. Ist das nicht geil? Ja, wobei, ich habe Lagerplätze 193 von 768. Das heißt, ich entleere das eine ins andere. Du bist leer. Ich kann nicht abreißen. Na, ist doch super. Geht doch auch so. Okay. Also, aber wir haben jetzt schon mal das hier. Sozusagen, das staut sich jetzt schon nicht mehr. Das heißt, die können schon mal alles sauber arbeiten. Das wird alles abtransportiert. Falls es unten nicht reichen sollte, können wir unten ja immer noch uns überlegen, ob wir die Bänder verschnellern. Also auf jeden Fall in dem Bereich hier. Das heißt, wir haben jetzt dann hier auf jeden Fall eine sehr gute Aufteilung. Ich könnte das eventuell sogar noch weiter vorne hin machen, aber nein. Okay, das war jetzt halt nur, weil der sich auch mal komplett entleeren hat müssen. Aber die arbeiten jetzt alle. Und wir haben jetzt eine schöne Produktion von was bist du nochmal? Cellulose Fiber. So von Fasern. Was faselt der für ein Scheiß? Ja, genau. Das auch. So. Lustige ist, dass die Maschinen nicht hinterherkommen, die Massen zu verarbeiten. Aber ab jetzt haben wir definitiv eine Verknappung und nicht mehr eine. Ja, aber die müssen jetzt hinterherkommen. Ja, und wie es aussieht, muss ich dann unten einfach mal ein paar schneller machen. Aber dafür brauche ich Zinnplatten und die haben wir noch nicht. Das sind wir noch außen vor. Ja, die müssen, wenn die halt nicht alle gleichzeitig abliefern, dann schaut es gut aus. Finde ich super. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das gemacht und dann wird es beim nächsten Mal darum gehen, dass wir aus diesen Fasern die Wood Pellets machen und daraus dann die Wood Bricks und daraus dann die Charcoal. Ich bin mal gespannt, wann uns der Strom ausgeht, weil ich da oben jetzt keinen adäquaten Stromersatz mehr drin habe. Das wird interessant. Ja, dann heißt nur noch
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.